Die Costa da Morte im Norden Spaniens. Ich, Florian Wagner, Fotograf aus München, bin hier, um nach dem Ende der Welt zu suchen. Mein Ziel ist der Ort Finisterre, also wörtlich Ende der Welt. Ich beginne meine Reise am Cabo Vilan. Der mächtige Leuchtturm auf einer Felsenspitze weist den Schiffen den Weg entlang der Costa da Morte. Todesküste. Ich will wissen, warum dieser Landstrich einen so schauerlichen Namen hat und versuch's einfach mal im Leuchtturm. Hola. Hallo. Hallo. Hola. Guten Tag. Guten Tag, komm rein. Ich habe Glück. Dieses Leuchtfeuer ist noch nicht automatisiert. Cristina Fernandez ist die Leuchtturmwärterin. Sie wohnt sogar hier und kennt sich bestens aus. Guck mal, da hinten ist der westlichste Punkt Spaniens, der Leuchtturm von Cap Turignan. Mit ungebremster Kraft brandet der Atlantik hier an die Küste. Gefährlich für die Schifffahrt. Ist das der Grund, warum die Gegend Todesküste genannt wird? Genau das ist der Grund. Die vielen Schiffsunglücke hier vor der Küste. Interessanterweise waren es meistens englische Handelsschiffe. Hier an der Costa da Morte gibt es viele Felsen unter der Wasseroberfläche. Die starke Strömung drückt die Schiffe bei Sturm gegen die Küste und dann prallen sie gegen die Steine. Viele hundert Schiffe sind im Lauf der Jahrhunderte hier gescheitert. An eines dieser Schiffsunglücke kann ich mich erinnern. Im November 2002 brach der Öltanker Prestige hier vor der Küste auseinander und verseuchte alles. Über 50 Kilometer weit leuchtet nachts das Licht des Leuchtturms von Cabo Vilan. Beim Aufstieg in den Turm erzählt mir Cristina, dass sie stolz ist auf die Verantwortung, die sie als Leuchtturmwärterin trägt. Dabei musste sie hart kämpfen, um ihren Traumjob überhaupt zu bekommen. Super. Mein Vater wollte mir das nicht erlauben, weil er meinte, ich würde einem Mann die Arbeit wegnehmen. Mein Freund musste erst um meine Hand anhalten, dann war er einigermaßen beruhigt. Ich bin dann nach Madrid, um an der Auswahlprüfung teilzunehmen. Später war mein Vater dann stolz auf mich. Drei Frauen haben damals die Prüfung bestanden. Ich bin eine der ersten drei Leuchtturmwärterinnen Spaniens. Etwas einsam ist es hier oben aber doch. Fühlst du dich hier am Ende der Welt? Nein, für mich ist es nicht das Ende der Welt. Dort hinten geht die Welt ja weiter. Auf dem Meer sehe ich Schiffe, Fischer, die ich kenne. Nein, das ist nicht das Ende der Welt. Ich sehe immer noch Leben. Was ich mag, Cristina ist stolz, aber gleichzeitig viel zu bescheiden, um sich gern fotografieren zu lassen. Okay, gut. Schickst du mir die Fotos später? Cristina hat mir von einem geheimnisvollen Ort erzählt, den ich unbedingt besuchen will. Der Weg dahin führt vorbei an verschlafenen Fischerdörfern. Ich bin auf der Suche nach dem Friedhof der Engländer. Eine Gedenkstätte für eine weitere Schiffskatastrophe an der Costa da Morte. In einer stürmischen Nacht im Jahr 1890 zerschellte hier das englische Kriegsschiff Serpent an den Klippen. 172 Seemänner fanden den Tod, nur drei konnten sich retten. Die Dorfbewohner bargen die sterblichen Überreste der Mannschaft und begruben sie hier.
Weiter unten am Strand haben Besucher Steine aufgestapelt, als wären es kleine Denkmäler für jede einzelne Seele. Das Leben an der rauen Küste muss vor allem früher sehr hart gewesen sein. Viele Galizier wanderten Mitte des 19. Jahrhunderts nach Südamerika aus. Meine nächste Station ist das Fischerdorf Cameye. Auf den ersten Blick scheint hier nicht viel los zu sein. Im Ort fällt mir eine merkwürdige Statue auf. Wer ist dieser Mann, der ein wenig wie Jesus aussieht? Immerhin scheint er so berühmt zu sein, dass man ihm hier ein Denkmal gesetzt hat. An der Mole entdecke ich seltsame Steinformationen und ein Häuschen direkt am Strand. Vielleicht hat sich hier jemand selbst verwirklicht. Was immer das auch sein mag, es ist ein gutes Fotomotiv. Hola. Hallo. Hallo. Guten Tag, wie geht's? Sehr gut. Und dir? Sehr gut. Machst du gerade Fotos? Das ist ein interessantes Haus. Das ist das Haus von Manfred Gnädiger, ein Deutscher, der 1961 nach Cameye gekommen ist. Er kam aus Böhringen. Zuerst hat er in einem Haus am Eingang des Dorfes gewohnt. In den 70er Jahren hat er sich dann dieses Haus hier gebaut. Mein neuer Bekannter Juan Carlos erzählt, dass er Mann noch persönlich gekannt hat. Der hatte sich hierher fast ans Ende der Welt zurückgezogen, um seinen Traum vom einfachen Leben zu verwirklichen. Er trug nichts weiter als einen Lendenschurz, war strikter Vegetarier und baute Skulpturen aus Steinen. Ohne Strom und Wasseranschluss lebte er in dem winzigen Haus am Meer. Wie war man so? Man hat immer gearbeitet. Bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter drinnen im Haus. Er hatte eine feste Routine. Jeden Tag, Sommer wie Winter, badete er im Meer. Jeden Tag. Und nachmittags joggte er durchs Dorf. Jeden Tag. Das war seine tägliche Routine. Schwimmen und Laufen. Was dachten die Leute über ihn? Mann war ein Einsiedler. Er wollte allein sein. Deswegen war er hergekommen. Es gab einen Konflikt mit ihm, als die Flutschutzmauer gebaut wurde. Das Dorf brauchte sie. Aber er hatte das Gefühl, jetzt rücken ihm alle auf die Pelle. Für ihn war es so, als würde das Dorf ihm zu nahe kommen. Die Kunst von Manfred Gnädiger war vergänglich. Er baute eine Skulptur und dann kam ein Unwetter und das Meer riss sie fort. Seine Kunst stand immer in Bezug zur Natur. Es gibt einen Begriff dafür, Landart. Wenn etwas kaputt war, hat er es einfach neu aufgebaut. Jetzt verstehe ich auch das Denkmal. Das Dorf Cameye
hat seinen wohl eigenwilligsten Bürger mit einem Museum geehrt. Hier ist alles ausgestellt, was nach seinem Tod 2002 aus seinem Haus geborgen wurde. Die größte Überraschung war wohl, dass er über 100.000 Euro gespart hatte. Denn von jedem, der sein Haus besichtigen wollte, verlangte er einen Eintritt und drückte den Gästen einen Block in die Hand, auf dem sie ihre Eindrücke festhalten sollten. Was ist das hier für eine Technik? Auf Galizisch gibt es ein Wort, das heißt Gräber, Strandgut. Alles, was das Meer anspült, meistens Plastikflaschen. Man hat diese Flaschen gesammelt, sie erhitzt, bemalt und so diese Objekte geformt. Beeindruckt verlasse ich Camaiae und wandere weiter Richtung Finisterre. Überall auf dem Weg begegnen mir Oreos, alte Vorratsspeicher, die auf pilzartigen Füßen stehen, um Ratten abzuwehren. Am späten Nachmittag erreiche ich das Kap Turignan, der geografisch westlichste Punkt Spaniens. Das Wetter wechselt schnell hier an der Küste. Ich muss mich beeilen, wenn ich noch Luftaufnahmen machen will. Was für ein Himmel, als hätte Gott seine Hand im Spiel. Friedlich und menschenleer, erstaunlich viel Wildnis mitten in Europa. Streckenweise erinnert die Landschaft hier an Irland, nicht nur wegen der Schafe. Am nächsten Morgen bin ich früh unterwegs. Ich will den Sonnenaufgang im Hafen von Muschia erleben. Hier wird Pulpo gefischt. Tintenfisch ist das Nationalgericht Galiciens. In solchen Reusen wird er gefangen. Ich halte Ausschau nach einem Boot, das mit seinem Fang vom Meer hereinkommt. Buenos días. Guten Morgen. Hola, buenos días. Hallo, guten Morgen. Was habt ihr gefangen? Guck mal, Pulpo. Oh, ist ein grande Pulpo, ne? Der ist groß, oder? Ja, sehr. Vito und Alejandro sind Brüder und zeigen mir stolz die Ausbeute des Tages. Wie fangt ihr den Pulpo? Das macht man so. Wir benutzen einen Bioköder. Den packen wir in diese Tüte. So. Die macht man zu und bindet sie in der Falle fest, damit der Krake nicht mit dem Köder abhaut. Tintenfische sind sehr schlau. Die Fischer müssen sich etwas einfallen lassen, damit sie nicht entwischen. Alejandro und sein Bruder sind in Muschia aufgewachsen und haben das Handwerk von ihrem Vater gelernt. Ich suche das Ende der Welt. Ist das hier irgendwo?
Es aquí. Mira. Also, es scheint oft so, als sei das hier das Ende der Welt. Bei schlechtem Wetter vor allem. Es ist, als wären der Regen und der Wind hier geboren. Und das Meer kann wild und übermächtig sein. Ja, bei so einem Wetter kann man schon denken, das hier ist das Ende der Welt. Bevor ich mich auf den Weg nach Finisterre mache, empfehlen mir die Brüder noch unbedingt die Wallfahrtskirche Virche da Barca zu besuchen. Der Legende nach soll sich der Apostel Jakobus vor Kummer über das Heidentum hier ans Ende der Welt zurückgezogen haben. Da erschien ihm die Jungfrau Maria auf einem Boot und tröstete ihn. Ihr zu Ehren wurde die Kirche direkt am Meer erbaut. Auf dem Pilgerweg kann ich mein Ziel nicht verfehlen. Fisterra, wie Finisterre auf Galizisch heißt. Und da ist es, Finisterre, der Ort, an dem die alten Römer das Ende der Welt vermuteten. Mein erster Eindruck? Ein beschauliches Hafenstädtchen, an dem Wind, Wetter und der Zahn der Zeit nagen. Im Ort treffe ich dann auch Pilger, die von Santiago de Compostela noch weiter bis hierher gewandert sind. Und dann erwischt er mich doch, der galizische Regen. Schnell Unterschlupf suchen in der nächsten Kneipe. Hier bin ich richtig. Galizische Musik und eine schräge Deko. Gemütlich. Hallo, guten Tag. Hallo, wie geht's? Sehr gut. Ich bereite gerade eine Queimada vor. Queimada, das ist ein traditionelles Getränk aus Galizien. Das macht man mit Freunden oder der Familie, um zu feiern. Die Queimada vertreibt die bösen Geister und lockt die Guten an. Also es ist so eine Art Reinigung. Die Kneipe von Roberto ist bis zur Decke mit Kitsch und Andenken dekoriert. Natürlich auch mit Jakobsmuscheln, dem Zeichen der Pilger. Die sind ein echter Wirtschaftsfaktor in dem kleinen Ort am Ende der Welt. In den letzten Jahren hatten wir das Glück, dass Leute aus der ganzen Welt zu uns nach Finisterre gekommen sind. Deutsche, Dänen, Leute aus Brasilien, den USA. Sie bringen eine internationale Atmosphäre mit. Wir freuen uns natürlich, dass sie unseren kleinen Ort, unsere Kultur, unseren lockeren Lebensstil kennenlernen wollen. Und jetzt zur Queimada. Dafür verwandelt sich Roberto in eine Art Druiden. Der Knoblauch soll die bösen Geister abschrecken. Ziemlich furchterregend sieht auch das Gebräu aus, das nun entzündet wird. Peregrinos, andadores, burros, sabios y doctores, gentes de todos los lados que aquí os habéis convocado, mirad las palabras del fuego. Y observad con atención. Dies ist eine andere Queimada, tutti frutti. Serve. Spanischer Grappa, Kaffee und Zucker, das sind die Zutaten für den Zaubertrank. Salut. Salute, salute. Das brennt. Man kann nur eintrinken. Am Wochenende, Freitag und Samstag, aber dienstags eher nicht. Wir müssen ja morgen arbeiten. Viva Galicia!
Es gelingt mir, das Lokal zu verlassen, solange ich noch gerade gehen kann. Galizien ist schön, sogar im Regen. Hallo, guten Tag. Willkommen im El Semaforo, dem alten Leuchtturm von Finisterre. Vielen Dank. Am Ende des Weges, wie ein guter Pilger. Wohnst du hier? Ja, wir bauen den alten Leuchtturm gerade in ein Hotel um. Später soll es hier auch ein Informationszentrum geben, das die Geschichte von Finisterre erklärt. Jesús Picayo ist Investor und ist gerne bereit, mit seinem Hund Chucky für ein Foto zu posieren. Das ist schließlich Werbung für sein neues Hotel. No, es bueno aquí. Chucky, Kamera. Chucky. Wie ist es für dich persönlich, in Finisterre zu leben? Al fin de terre. Pues es una experiencia muy bonita. Finisterre es mágico. Es ist wunderschön. Finisterre ist magisch. Die Menschen sind wunderbar. Das Essen, die Landschaft. Der Sonnenaufgang ist jeden Tag anders und erst der Sonnenuntergang. Man kann es zusammenfassen, Finisterre ist magisch. Si hubiera que resumirlo, Finisterre es mágico. Warum sagt man Todesküste? Natürlich wegen der vielen Schiffbrüche, der Unwetter und all dieser Dinge. Mir wäre es lieber, Küste des Lebens zu sagen, aber Costa da Morte ist nun mal eine Marke, mit der wir Erfolg haben. Kilometer Null, das offizielle Ende des Jakobsweges. Ich will noch ganz nach vorne an die Landspitze hinter dem Leuchtturm. Früher haben die Pilger hier ihre Sachen verbrannt, als Symbol für einen Neuanfang. Das haben die Behörden inzwischen verboten. Hi, hallo, ich bin Florian. Florian, nice to meet you. Hallo, ich bin Oliver. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Miguel, what are you doing here? Was macht ihr hier? Seid ihr Pilger? Ja, wir wandern. Long walk. Wo kommt ihr denn her? Ich komme aus Tschechien und bin seit gut 2 Monaten unterwegs. Was ist deine Motivation? What's the motivation? Das weiß nur Gott. Oliver hat gerade Abitur gemacht und kommt aus Deutschland. Tun die Füße weh? Nee, geht eigentlich. Man wird fitter und fitter und dann kommt man rein und dann geht er schon. Wie ist es für dich? Hat das, dieser Ort eine spezielle Kraft für dich? Jetzt in Finisterre anzukommen und endlich mal das Meer zu sehen, ist dann so die Magie, die das diesen Ort ausmacht, weil man das erste Mal das Meer sieht nach so langen Reise. Aber generell so die Magie des Caminos fand ich einfach, dass es durch die Menschen kommt, die das da so hinbringen und auch einfach durch die Atmosphäre, durch die Natur. In früheren Zeiten muss den Pilgern der Blick auf die Weite des Meeres Ehrfurcht eingeflößt haben. Magie, das ist wohl das richtige Wort, um den Zauber dieses Ortes zu beschreiben. Finisterre, weiter geht es nicht. Hier ist der Weg zu Ende. Auch wenn ich weiß, dass hinter dem Horizont kein Abgrund lauert, spüre ich bin am Ende der Welt angekommen.